Hi und herzlich willkommen hier zu einem neuen Teil von Venin spielt WoW und labert vor sich hin. Man könnte es auch ein Let's Play nennen. Ja, ich möchte heute mit euch echt über eine wichtige Geschichte reden. Und zwar, wir haben am letzten Sonntag etwas gemacht. Da ging es darum, von euch herauszufinden, wie gefällt euch unsere Seite im Moment? Was gefällt euch? Was hättet ihr gerne anders? Was gibt es so in Zukunft, was euch da interessiert? Und ihr konntet auch Kommentare dazu abgeben. Das ist total wichtig, sowas für uns. Denn für uns ist es natürlich wichtig, ja, an die Zielgruppe, also an euch, eine angepasste Website zu liefern und nicht das zu machen, was wir halt wollen, sondern irgendwie das, was ihr auch wollt, ne? Weil die Website ist halt auch für euch, klar, einige Sachen können wir halt nicht rausnehmen oder nicht machen, aber vieles ist ja halt wirklich so, dass wir darauf Einfluss haben, dass wir das verändern können, dass wir da für euch oder mit euch dran arbeiten können, etc. Und aus diesem Grund haben wir eben gefragt, was hättet ihr gerne, wie seht ihr die Website etc. Ja, da gab es mehrere Sachen und ich möchte mit euch jetzt heute über die Umfrage so im Detail reden. Ihr könnt, um das schon mal gleich vorweg zu sagen, noch an der Umfrage teilnehmen, wenn ihr das möchtet. Also falls ihr da Interesse habt, noch mitzumachen quasi, dann könnt ihr das. Müsst ihr einfach nur ja, auf VNU gehen und die Umfrage ausfüllen. Ich kann euch die hier natürlich in dem Video auch nochmal mit verlinken. Das Ganze wird noch so, ich sag mal, 2 Tage laufen, circa. Ja, was haben wir denn so gefragt? Also unsere erste Frage war zum Beispiel, wie alt du bist, also wie alt ihr seid. Da haben, oder kann ich euch jetzt im letzten Schritt nicht jetzt eine komplette Übersicht geben, aber wir haben wirklich eine bunte Mischung. Also wir fangen irgendwie bei 15 an. Also auf der ersten Seite zum Beispiel sehe ich jetzt hier gerade, wo ich 6 Antworten sehe, habe ich hier einmal 36, 30, 18, 17, 18, 31. Also ihr seht, das ist schon ein recht guter Mix an Leuten, die sich da versammelt haben bei uns auf der Seite und nicht jetzt nur irgendwie, ne, 17-Jährige, nicht jetzt nur irgendwie 30-Jährige oder sonst irgendwas, sondern wir sind da sehr bunt durchgemischt. Männlich-weiblich, es sieht da schon wesentlich eindeutiger aus, das ist nicht so durchgemischt, aber das war ja zu erwarten. Wir haben nee, eine 94-prozentigen Anteil an männlichen Teilnehmern an dieser Umfrage und nur 6% sind weiblich. Ich dachte, die Zahl der weiblichen Zuschauerinnen, ja, liegt so ungefähr bei 11%, aber das ist zumindest bei dieser Umfrage noch ein bisschen weniger, was ja aber nichts heißen muss zwangsläufig, ne? Also das kann ja auch an anderen Dingen liegen. Falls ihr, wie gesagt, noch mitmachen wollt, um diese weibliche Geschichte hier ein bisschen auszugleichen, auch das gerne, ja. Ja, was sind für Spiele bei euch am liebsten? Da war so das Ergebnis ganz klar natürlich, World of Warcraft, ohne Frage. Auf Platz 2, ein bisschen überraschend, wie ich finde, schon die Elder Scrolls Online, also das nächste MMO, was neu kommt in diesem Jahr aus dem Hause Bethesda, wo ja gestern auch die Beta nochmal kräftig announced wurde und ja, wo es halt nochmal richtig um was gehen wird. Ja, die anderen Ergebnisse im Detail könnt ihr euch vielleicht dann nochmal in der Auswertung angucken. Da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Also aus dieser Umfrage, da wird es dann nochmal was geben. Genauso, was sind eure beliebtesten Inhalte? Also im Prinzip muss man sagen, dass schon vieles von den Sachen, die wir so machen, beliebte Inhalte für euch sind. Und ja, bei ganz wenigen Sachen haben die Leute gesagt, sehr uninteressant. Also klar, es gibt immer wieder zu einigen Geschichten Leute, die gesagt haben, uninteressant. Also, ne, zum Beispiel finden auch manche Leute, fragt die Klasse oder sowas uninteressant, aber das ist dann doch schon in der, ja, geringeren Anzahl der Leute. Genau, bei der App haben wir das ja auch nochmal in die Umfrage mit reingebettet. Heißt es definitiv für euch, ich glaube, ja, 60, 70% insgesamt, dass sie die ganz interessant fänden. Einige fänden sie noch nützlicher als andere, ohne Frage. Ja, da war gerade hier einer unterwegs, ne? Aber sie ist auf jeden Fall für die meisten von euch eine interessante Geschichte und die wollt ihr auch durchaus haben. Okay. Dann als nächstes, was würdet ihr euch wünschen?
Beziehungsweise also was für Funktionen wären da interessant. Also die meisten Leute hatten tatsächlich da gesagt, 25%, dass sie keine der genannten Funktionen brauchen. 21% wollten gerne News bewerten können. 21% ebenso wollten ein aktives Diskussionsforum. 19% hätten gerne eine Registrierung. 13% ein Achievement-System. Vielleicht könnt ihr da nochmal auch, falls ihr eben was hinzufügen wollt, nochmal abstimmen. Also Registrierung, auch wenn in Uhr heißt, dass ihr euch wirklich anmelden müsst oder könnt, um Comments zu posten, beziehungsweise ja, ne, irgendwas abzustimmen etc. Ja, was euch überhaupt nicht gefällt, dazu komme ich gleich mal. Da gab es ist halt so ein Freitextformular, wo ihr halt einfach Sachen reinformulieren konntet. Und besuchst du andere Seiten im sozialen Netzwerk? Die Leute besuchen tatsächlich unsere andere Seiten. League of Legends ist natürlich so, wie ich gedacht habe, interessiert viele Leute gar nicht. Und genau, wir haben ein paar Projekte gehabt, von denen ihr oder von denen wir gesagt haben, wir träumen davon. Hättet ihr gerne eins davon umgesetzt? Das war zum Beispiel hier ein soziales Netzwerk für Gamer, ein großes MMO-Forum, ein Venian-EU-MMO, ein Real-Life-Community-Treffen, ein eigener Game-Shop oder ein Venian-EU-Browser-Game. Also entweder ein Browser-Game, Community-Treffen, Game-Shop, ein eigener von uns. Ein eigenes MMORPG, ein großes MMO-Forum oder eben ein soziales Netzwerk für Gamer, das war so gefragt. Überraschend, wie da das Ergebnis ausfällt, worüber ich mich jetzt mal nicht äußern will. Was ich aber sagen kann, eines dieser Punkte ist unser nächstes großes geheimes Projekt. Ja, also eines dieser Punkte, wobei man sagen muss, dass selbst wenn ihr das jetzt Richtige rausraten würdet, würdet ihr nicht so wirklich wissen, wie das letztlich aussehen wird. Also ich sag euch da mal, da kommt wirklich was Cooles auf euch zu, ohne Frage. Aber ja, eins davon ist das, da könnt ihr ja schon mal ein bisschen mitraten, welches denn davon es ist. Und ja, wir, beziehungsweise worauf ich jetzt nochmal Rückschlüsse nehmen möchte, also was so auch in Freitexten gesagt wurde, ist, dass die Startseite zum Beispiel unübersichtlich ist. Da muss ich sagen, falls ihr auch dazu gehört und gesagt habt, die Startseite ist unübersichtlich, das verstehe ich so überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, wieso die Startseite tatsächlich für irgendjemanden unübersichtlich sein kann, weil ich finde, die ist sehr aufgeräumt, die ist sehr klar strukturiert, da ist nicht viel Firlefanz, was nicht dahin gehört. Und aus dem Grund finde ich die Startseite halt eigentlich echt gut gelungen. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Deswegen würde ich jetzt von euch gerne mal wissen, wenn euch die Startseite tatsächlich stört, was stört euch daran? Was sind so Punkte, die euch tatsächlich irgendwo in irgendeiner Art stören? Das müssen wir wissen. Ja, ansonsten, ich verstehe natürlich generell die Leute, die sagen, irgendwo Werbung stört sie. Von Werbung leben wir aber leider und müssen sie haben. Ich finde noch immer, also anders als das viele Leute sehen, die halt abgestimmt haben, finde ich, dass unsere Werbung echt moderat ist. Also wir haben die Werbung nochmal stark zurückgefahren und auch einer meinte irgendwie, wir wären wie Gamona. Und auch hier muss ich sagen, dass wir wesentlich weniger Werbung haben wie Gamona. Ich weiß nicht genau, wie du das da siehst, aber wenn du dir mal andere Seiten anguckst, finde ich, dass da schon einiges an Werbung mehr drin ist und wir da schon deutlich weniger drin haben als eben ja, Gamona oder sowas. Bei uns fliegt nichts rein, bei uns öffnet sich kein Video oder so als Overlay, was ich persönlich recht störend finde. Und aus dem Grund denke ich schon, dass wir da ein relativ guten Job machen, mit nicht allzu viel Werbung halt noch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Finde ich persönlich. Ich weiß natürlich, die Sideskin-Werbung sind für den einen oder anderen sehr aufdringlich, aber auf der anderen Seite sind sie auch total wichtig für uns. Ja, also super, super wichtig, dass wir die haben. Das kann ich nur mal so ausgeben oder so zurückgeben. Das ist halt echt eine ganz wichtige Sache für uns. Genau wie die anderen Banner natürlich, ne, die wir so drin haben. Und ja,
Würde mich da gerne mal interessieren, wieso ihr denkt halt, dass zu viel Werbung ist, wenn das denn von euch einer denkt. Ja, Podcast. Zum Podcast ist natürlich auch ganz viel zu sagen, dass viele Leute haben gesagt, der Podcast gefällt ihnen vielleicht nicht mehr so wie früher, weil halt XAS nicht mehr dabei ist. Ja gut, ne? Ich kann natürlich auf einer Seite verstehen, dass die Leute XAS vermissen, aber man muss sagen, XAS so wie er war, kann halt auch niemand ersetzen. Ne? Also das wird halt, ist halt ganz normal und da kann ich jetzt auch leider nichts dran ändern, dass euch XAS fehlt. Das wird man so nicht ja, umändern können. Aber auf der anderen Seite halt denke ich, dass wir mit dem Podcast an sich einen wirklich guten Job machen. Das, was wir aber annehmen und auch als Änderung durchführen werden, ist, dass der Podcast oder dass ihr nicht so damit zufrieden seid, dass der Podcast live ist. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber der Podcast war oder hat halt ja angefangen als aufgenommenes Format und ich war mir auch schon länger nicht sicher, gefällt mir dieses Live-Format und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, den Podcast nicht mehr live zu machen. Allerdings fällt dann auch Barlow raus, weil Barlow hat natürlich nur begrenzt Zeit und hat halt diesen Livestream, den er gerne machen würde. Und da ist natürlich dann so die Sache, dass er da seine Zeit quasi einfach auch nicht für opfern kann. Ne? Das ist völlig klar. Und deswegen werde ich das ja nicht mehr mit Barlow machen. Ob Mpox dabei sein wird, kann ich euch noch nicht sagen. Das klären wir gerade, weil ich ganz persönlich finde halt die Kombination zwischen Mpox, Barlow und mir gut und würde gerne mit den beiden eine Live-Show weiterhin machen. Ist natürlich so, dass wir da noch ein bisschen am Konzept arbeiten müssen einfach, ja, weil da kann man nicht einfach sagen, ne, wir machen irgendeine Live-Show, sondern da muss ja auch irgendein Konzept hinter sein. Da überlegen wir im Moment noch. Werdet ihr dann erfahren und deswegen wird Mpox dann entweder auch noch beim Podcast mitmachen oder aber ja halt nicht mehr beim Podcast mitmachen und dann eben in dieser Live-Show sein. Generell habe ich noch eine weitere Person, mit der ich den Podcast machen werde natürlich, wie das ja schon immer ist, dass ich die nicht alleine mache, ist klar, das mache ich ja jetzt hier schon alleine und das finden einige interessant, aber beim Podcast würde das absolut keinen Sinn ergeben. Wer das ist, das werde ich euch noch erzählen, das werden wir noch bekannt geben. Und ich bin da sehr mit zufrieden auf jeden Fall mit dieser neuen Personalkonstellation. Einfach, weil ich denke, dass es dann auch sinnvoller, wenn das eben vielen nicht gefällt, dass er in der Live-Version ist, dass sie sich da halt ja unwohl fühlen an einigen Stellen. Das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich nachvollziehen, die Leute, die sagen, uns gefällt der Stream. Daher möchte ich halt beides machen und will eben das über diesen Wege machen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee an sich, das so hinzubiegen, aber naja, wir werden schauen. Oh, ich habe hier eine Quest, die ich neu annehmen kann. Mhm. Wir werden schauen, wie euch das Ganze gefällt. Lasst euch da ein bisschen überraschen. Am nächsten Sonntag, beziehungsweise vielleicht auch Montag, das muss ich jetzt nochmal schauen, wisst ihr mehr. Da kommt nämlich dann ein neuer Podcast mit neuem Moderatoren und in der Zwischenzeit werden wir euch dann auch sagen können, wie es ausschaut mit der Live-Show, ob wir da halt ein tolles Konzept für haben. Was folgt mir da an? So ein Dino, okay. Ja, fantastisch. Ob wir da halt ein neues Konzept für haben, was uns gefällt, etc. Ja, die App an sich, wir werden auf jeden Fall jetzt dann tatsächlich die App, also wir werden das als App umsetzen, nicht als mobile Version der Seite, weil das halt ein bisschen schwieriger ist. Und die App, das dauert allerdings auch noch ein bisschen, da komme ich vielleicht gleich nochmal zu, aber das wird auf jeden Fall jetzt dann gemacht. Nachdem es so viele von euch wollen, ist das natürlich eine Geschichte, die wir dann auch umsetzen wollen und durchführen wollen. Okay, ja, ansonsten natürlich Spendenfinanzierung. Wir haben uns groß darüber Gedanken gemacht, wie wir das machen mit dieser Spendenfinanzierung, weil ich das auf der einen Seite schon echt eine tolle Möglichkeit finde, auf der anderen Seite fühlt man sich dann auch immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also, ne, ja, kannst du das nicht selber finanzieren? Nee, leider so neue Sachen können wir teilweise halt wirklich nicht selber finanzieren. Aber ich denke, die meisten werden das ja verstehen, dass halt vieles an der Geschichte eben einfach nicht durch Werbung alleine finanzierbar ist. Und also da bin ich mir sogar sehr sicher, dass das viele verstehen. Ich fliege jetzt mal zurück nach Stormwind. Stormwind, da ist ja. So,
Und dann kann ich nur weiterreden. Ja, wie wir das eigentlich machen, wird so sein, dass wir es auf jeden Fall auf eine Ebene machen, bei der auch was für euch rausspringt. Und auf einer Ebene, die wir halt über so einem recht langen Zeit, oder nicht recht langen Zeitraum, aber ja, ihr werdet sehen, wie wir es genau machen. Wir haben da einiges vor und das wird entweder am Wochenende oder Anfang nächster Woche starten. Und ich denke, da sind schon ein paar coole Ideen. Was wir da alles umsetzen, da gibt es wirklich eine Menge. Was ihr dafür bekommt, ist auch eine ganz coole Sache. Beim letzten Mal, als ich Spenden gesammelt habe, habe ich das ja so gemacht, darüber, dass ich eben irgendwelche Dinge dafür gemacht habe. Das ist diesmal nur zum Teil so. Zum großen Teil ist es aber so, dass ihr tatsächlich dafür dann quasi auch eine Belohnung kommt. Und ja. Da werden wir definitiv einiges haben. Mit dabei sein könnt ihr dann übrigens ab 5 Euro. Also nicht, weil wir jetzt irgendwie einen Euro nicht gebrauchen können, darum geht es gar nicht. Aber für einige Dinge ist dann halt einfach so ein verwaltungstechnischer Aufwand. Ne? Also beim letzten Mal zum Beispiel hatten wir gesagt, dass wir im Prinzip gerne versuchen würden, allen Leuten, die gespendet haben, eine E-Mail-Adresse zu geben. Das ist übrigens eines der kleineren Sachen, also der ganz winzigen Sachen, die ihr auch dieses Mal bekommt. Allerdings hatte ich da zum einen noch nicht die Mannschaft dazu, das vernünftig zu verwalten, also ne, diese ganze Sache halt zu verwalten, wer jetzt wo spendet, wer wie viel spendet, wie wir wem eine E-Mail-Adresse zuweisen. Und die andere Geschichte ist halt die, dass dann auch Leute gab, die irgendwie 0,1 Cent oder so gespendet haben. Und das hilft uns halt, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, so 0,0 weiter. Und für solche Spenden geben wir dann jetzt dann halt auch keine Belohnung mehr, sondern da fangen wir ab 5 Euro eben an. Und dafür gibt es dann natürlich auch schon was, was ich denke, gar nicht so schlecht ist. Da werdet ihr dann halt aber sehen, wie wir das genau gestaltet haben. Da geht es auch nicht darum, also was mir auch noch, oder was ihr nicht vergessen dürft übrigens, ist, wenn wir halt Spenden sammeln, müssen wir das halt trotzdem komplett als Einnahme versteuern. Ja, also im Prinzip müssen wir das genauso versteuern, wie als wenn ich jetzt irgendwie eine Werbung schalten würde und davon jemanden ne, 10 Euro für kriegen würde, so in die Richtung. Da müsste ich dafür genauso viele Steuern zahlen wie für diese Spende. Ja, das erstmal soweit von mir für heute in dieser Folge. Ging es halt wirklich stark um die Umfrage. Ich bitte euch nochmal, falls ihr Lust habt, noch abzustimmen. Ist echt wichtig für uns. Ihr könnt jetzt auch persönliche Kommentare da lassen. Wir haben alle Kommentare gelesen, gesichtet. Wir sind da zu dritt dran. Zum einen der Grain, der liest die Kommentare, ich natürlich. Und zu guter Letzt auch der, der die Umfrage erstellt hat, der Raser, der ist jetzt bald Praktikant bei uns und der kümmert sich da auch extrem drum und hat alle Kommentare auf jeden Fall gelesen. Danke an ihn auch nochmal für das Erstellen der sehr, sehr guten Umfrage, wie ich finde. Da haben wir einfach schon sehr viele interessante Infos, was ihr halt wollt, was ihr euch vorstellen könnt, rausgeholt. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, euer Venien. Tschüss.